Du bist botanisch interessiert, hast große Ambitionen. Überleg dir gut, was du tust, dann kann sich's lohnen. Du musst wissen, was du willst, nicht nur was für Gras du magst. Was dein Budget erlaubt und auch wie viel Platz du hast. Hydrokultur, Aquaponik, es gibt viele Systeme. Als Anfänger nimmt man Erde, dann hat man weniger Probleme. Outdoor hat man manchmal dunkle Wolken und Schatten. Indoor muss man immer die Stromkosten beachten. Thema Räumlichkeiten. Und mir zur Hilfe ist der Max von Fridge Grow. Hi. Hi Max, schön, dass du nochmal da bist. Du, du bist ja auch so ein Fachmann. Worauf sollte man eigentlich achten, wenn man zu Hause selbst Pflanzen kultivieren möchte, wenn man noch auf der Suche ist nach der richtigen Räumlichkeit? Was wäre für dich die richtige Herangehensweise? Naja, also da hat jeder seine Vorlieben natürlich. Ich bin jemand, der eher faul ist, ja? Das heißt, ich sehe das Problem eher darin, wenn man jetzt komplett neu einsteigt, sind viele Fragen offen. Ja? Lüftungsthemen, Abluft, Räumlichkeiten, ganzen Raum und so weiter. Deswegen bin ich eher der Typ, der es recht einfach hält, wie zum Beispiel bei unserem System. Was ich da sehr gerne oder was mir sehr gut gefällt, ich brauche an meiner Infrastruktur zu Hause nichts ändern. Ja? Gerade in Wohnungen, wo man wenig Platz hat, von einem Garten spreche ich gar nicht, will man den Platz ausnutzen. Ja? Und da haben also erstmal fängst du natürlich an mit draußen oder drin. Wir reden jetzt mal nur von drin, gerade, richtig? Ja. Und also du sagst, es hängt auf jeden Fall mal hauptsächlich davon ab, auch wie viel oder wie groß will ich kultivieren. Genau. Ne? Die Komplexität, der Zeitaufwand ist natürlich ein Faktor, den man jetzt auch nicht vergessen darf. Das ist für dich sehr wichtig, oder? Für mich, klar. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Botaniker, auf keinen Fall. Und das ist eben das, was für mich wichtig ist, dass mir das System möglichst viel abnimmt, dass ich mich nicht drum kümmern muss, dass ich auf Urlaub fahren kann und vor allem, dass ich flexibel bin. Ich stell das Ding jetzt einfach mal in Raum A, dann in Raum B, dann denke ich mir, egal, stelle ich es mal in den Keller, ja, weil das ist auch gut isoliert, kein Problem. Das sind für mich die Hygienefaktoren, warum ich eher zu so einem Produkt greifen würde. Okay, nee, das ist für mich auch absolut einleuchtend und sehr wichtig. Und auch wahrscheinlich die Effizienz, Stromverbrauch und so weiter. Oder wie viel Geld hat man über? Und da sind so kleine Systeme ja wirklich sehr kompakt und durchdacht. Ja, ja, und ich glaube, man darf sich auch nicht immer von der Größe jetzt abschrecken lassen. Ich denke auch, wenn man auf kleinem Raum sehr effizient etwas macht, kann mehr rauskommen wie bei einem größeren, wo vielleicht dann mit viel Arbeit nur das Ganze erreicht werden kann, dass man gute Effizienz hat. Die Systeme, ich kann nur für unsere sprechen, arbeiten halt auf sehr kleinen Raum sehr effizient. Okay, gut, ich werde euch jetzt nochmal die drei Systeme kurz erklären und dann gehen wir auch schon zu den Zelten. Danke, Max. Ja, ich habe hier mal ganz kleine Modelle ausgesucht für die Leute, die vielleicht noch bei Oma wohnen, zu Hause wohnen oder vielleicht nur ein ganz kleines Zuhause zur Verfügung haben, in einer kleinen Küche, im Wohnzimmer, im Badezimmer oder wo auch immer das stylisch und designmäßig hinpasst. Ja, ich möchte euch hier mal nur ganz kurz ein paar kleine Systeme vorstellen, von denen ich glaube, das könnte vielleicht eure Auswahl werden. Die Entscheidung liegt natürlich völlig bei euch. Ich fange mal an hier mit diesem geilen Kühlschrank von Fridge Go. Die verkaufen zwar keine Kühlschränke, die Jungs, aber ist trotzdem eine sehr coole Idee. Ja, das ist eigentlich ein umgebauter Kühlschrank. Die Jungs verkaufen einen Controller mit so Funksteckdosen und man kann sich das Ding eigentlich noch selber ja, aufpimpen, wie man gerne mag. Das ist halt wirklich für die Leute, die so 1, 2, 3 bis 4 Pflanzen growen wollen in der Küche, ohne dass es auffällt. Das finde ich eine super Idee. Warum und wieso, das könnt ihr in einem Video sehen, in der Produktvorstellung von denen. Ja, aber ich halte das für ein ökologisches System, sehr gut durchdacht. Und informiert euch mal selber, warum das so ist. Ja, da würde jetzt in dieser Sendung zu lang führen. Aber ich glaube, sehr schönes Gerät, um das in die Küche hinzustellen. Und keiner sieht's. Und keiner hört's. Dann gibt es hier noch einen Schrank, der wäre von Urban Chili. Das ist eher meiner Meinung nach so was für Leute, die das ins Wohnzimmer vielleicht etablieren wollen. Und auch so für Leute, die eher so zwischen 2 und 4 Pflanzen liegen. Ja, das ist halt schön designt, auch abschließbar. Ja, und es sieht halt so aus. Relativ auch einfach aufgebaut. Von außen ist auch kein Schein zu sehen. Und auch hier kann man die Pflanzen postieren
und hat halt auch alles, sage ich mal, jedes System an sich hat ihre Vorzüge und Nachteile in Hinsicht auf, wie viel möchte ich growen, wie viel möchte ich gießen und düngen und wie viel Stromverbrauch habe ich beim jeweiligen System. Also so unterscheiden sich auch die kleineren Systeme natürlich voneinander und auch, wie viel muss ich am Anfang dafür ausgeben. Ja? Also jedes System ist hier natürlich auch unterschiedlich im Preis. Ja? Aber ich möchte euch hier auch gar nicht den Preis erklären, sondern ich wollte euch hier die Möglichkeiten erklären, die es gibt, anzubauen oder euer Hobby zu pflegen. Ja? Tschüss, wir sehen uns später. Ja, und wer vielleicht doch eher in die Waschküche möchte oder in eine andere Ecke, dem würde ich vielleicht sogar auch sowas hier aus Metall empfehlen, was so schon dem Fridge Grow ähnlich kommt, allerdings in einer anderen Größenordnung irgendwo. Auch hier kann man zwischen, ja, so vier, sage ich mal, es kommt auch immer auf die Topfgröße an, die man verwendet, kann man hier drin growen. Ja, ich finde dieses System eigentlich auch jetzt gar nicht schlecht. Das müsst ihr aber natürlich selber entscheiden, was euer Favorit ist, was für euch auch vom Design her passt und wo ihr eure Wünsche drin umsetzen könnt. Ja? Das, was ich hier noch ganz schön finde, ist, dass die noch so seitliche Beleuchtungen haben. Aber die kann man sich natürlich auch in anderen Systemen noch mit einbauen. Ich sag mal, jeder hat ja das Recht oder die Möglichkeit, sein System auch noch zu pimpen. Ja? Gut, ja, in diesem Sinne habe ich euch, glaube ich, jetzt hier mal diese Unterschiede von diesen kleineren Systemen erklärt. Und wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns die Zelte an, womit man dann in die nächste Größenordnung kommt. Es gibt verschiedene Größen von Zelten. Das geht meistens bei 60 x 60 los, 80 x 80, 1 Meter mal 1 Meter ist die Standardgröße. Dann kommt 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Und es gibt natürlich auch die größeren Variationen. Doppelzelte mit 1,20 Meter mal 2,40 Meter und so weiter gesteigert nach oben. Aber dann wird es, glaube ich, schon uninteressant für die meisten, weil man sich dann meistens schon Räume baut. Ja. In diesem Sinne vielen Dank an Hanf und Hanf für die Stellung dieser schönen Zelte von Planter Room. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man so ein Quadratmeterzelt aufbaut. Thank you.
Und schon stehen wir bei den Zelten. Viele zelten lieber draußen, wir zelten lieber drinnen. Ja, und die gibt es natürlich in verschiedenen Größen von verschiedenen Anbietern. Wir haben die hier von Hanf und Hanf gestellt bekommen. Das sind die Planter Rooms. Und die stelle ich euch gleich vor, warum die meiner Meinung nach auch besser sind als jetzt hier zum Beispiel eins von HomeGo ist das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall kann man diese Räumlichkeiten oder die Zelte natürlich auch wieder in verschiedenen Größen bekommen, sprich von 80x80 für eine Pflanze bis zu, das ist jetzt hier auch ein 1,20 Meter Zelt, wo man sich dann wieder Tische reinstellen kann, die natürlich extra kosten. Wir haben jetzt hier mal eine Natrium-Dampflampe einfach angebracht, um mal zu sehen, welche Unterschiede es hier auch bei Zelten teilweise geben kann. Dann, ob die außen, ob man nochmal von der Seite reinschauen kann. Die Verschlüsse sind anders, die Aufbauten sind anders. Das Gestänge ist anders. Hier ist mir zum Beispiel einmal eins runtergefallen und direkt mal abgebrochen. Das wünscht man sich auch nicht unbedingt, so eine Qualität. Aber gut, da gibt es Unterschiede und wir haben uns jetzt mal für das Planter Room hier entschieden und das haben wir auch mal in zwei Variationen hingestellt. Einfach um euch da jetzt auch nochmal die Unterschiede zu sehen. Hier braucht ihr nämlich zum Beispiel, könnt ihr euch den Tisch sparen. Das Gestänge kann man also rausmachen bzw. reinmachen und auch Höhen verstellen. Das heißt, man spart sich hier also den Tisch, kann dann schön eine Wanne unterbringen, ist somit sehr variabel in seinem Tun. Ja, manche stellen ja einfach die Töpfe auf den Boden unten in so eine Schutzwanne rein mit Untersetzern. Und viele machen aber auch mit einem Ebbe- und Flutsystem oder ja, was ich euch alles noch in späteren Folgen natürlich genauer erklären werde, was es da für Arten gibt. Passt nur nicht alles jetzt hier in die Räumlichkeiten. Ja, hier haben wir jetzt noch LED von Lientech drin. Die bekommt ihr auch noch in der Lichtfolge erklärt. Ja, das ist hier ein Meterzelt. Ihr seht also hier mal, das ist 1,20 Meter. Das ist ein Meterzelt. Mal 2 Meter sind die meistens hoch. So dass man also oben jetzt nicht viel Möglichkeiten hat, zum Beispiel noch einen Lüfter oder irgendwas unterzubringen. Gerade wenn man mit einem Tisch arbeitet, geht einem dann die Höhe irgendwann verloren. Kommt natürlich auch auf die Pflanzengröße an, ob man die jetzt gleich in Blüte schickt oder ob man vielleicht auch nur Wachstum fährt, wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Variablen und Möglichkeiten, die man da spielen kann, ja. Viele bringen natürlich die Belüftung auch außerhalb des Zeltes an, beziehungsweise muss man dann, wenn man im Zelt weniger Platz hat. Ja, das ist hier auch in normal schwarz. Und für Liebhaber oder die sich mehr verstecken wollen, gibt es das Ganze auch in Camouflage. Finde ich auch sehr schön. Ich mache das mal kurz auf. Ein bisschen lauter, sorry. Ja, und hier hat man auch immer so Dinger, die man so anbringen kann. So. Ja, und hier seht ihr auch, hier habe ich jetzt das Gestänge mal ganz hoch angebracht. Das heißt, am Anfang vielleicht, wenn ich entweder die Lampen nicht so weit runterziehen möchte, die sind übrigens jetzt hier die Q4 von Sunlight, die wir gestellt bekommen haben. Und das ist jetzt ein erhöhbares Zelt, das heißt Planter Rooms könnt ihr also Zusatz erhöhbare Dinger kaufen und das hat jetzt schon eine Höhe von 2,40 Meter. Also natürlich schwieriger aufzubauen, muss man sich schon eine Leiter oder einen Sessel nehmen. Aber Vorteil ist, könnte man ein bisschen näher rankommen, dass man da oben über den Lampen zum Beispiel eine Lüftung anbringen kann, was man also dann nicht mehr außerhalb des Zeltes hat. Was natürlich den Vorteil bringt, dass man nicht so eine hohe Geräuschentwicklung hat. Und hier habe ich jetzt auch einfach mal eine Wanne drunter gestellt. Also auch da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten. Man könnte natürlich auch hier jetzt wieder noch eine kleine Lampe anbringen und sogar unten Stecklinge machen, wenn man hier noch eine Wanne wieder draufstellt. Also auch da gibt es total viele Möglichkeiten. Auch hier kann man natürlich seitlich reinschauen. Man hat viele Möglichkeiten, die Schläuche auszuführen für eine B- und eine M-Lüftung. Und auch das erfahrt ihr noch in den späteren Sendungen. Ja, und wenn euch das alles hier noch zu klein ist und zu wenig, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich selbst einen Raum zu bauen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, das sollte...
Ja, passt. Außenwand steht, das Wichtigste. Und jetzt gehen wir mal kurz rein. Ja, wir sind natürlich noch nicht ganz fertig, aber so ungefähr sollte ein Raum aufgebaut sein. Viele arbeiten natürlich mit Holz, andere mit Rehgips, andere haben bereits Wände vorhanden und müssen keine zusätzlichen ziehen. Das ist natürlich bei jedem anders. Ja, was ist also zum Raum zu sagen und was unterscheidet das eigentlich noch zu einem Zelt oder zu einer kleineren Box? Nun, man muss natürlich auf einige Sachen achten, wie zum Beispiel, was für einen Boden hat man? Will man da extra noch Folie reinlegen oder ist der bereits für Wasser geeignet, so wie dieser hier? Das ist Beton, der wurde extra gegossen. Und wenn man dann noch einen Ablauf hier im Raum hat, dann kann man praktisch mit dem Wischer oder kann einfach gießen und das Wasser kann in die richtige Richtung ablaufen und man hat keine Probleme mehr. Das ist auch mal sehr wichtig, dann diesen Raum auch vernünftig abzudichten, sprich, dass nicht Gerüche und so weiter nach außen geht und dass auch kein Ungeziefer oder irgendwelche anderen Sachen reinkommen können in den Raum. Ja? Ja, was ist sonst noch dazu zu sagen? Hat sich natürlich vorher schon ausgerechnet, wie viele Pflanzen möchte man eigentlich in seinem Raum beherbergen, unterbringen und hat sich hoffentlich schon eine kleine Skizze auch gemacht, wie alles stehen wird, ob man vielleicht unterscheiden will zwischen Mutterpflanzen und neu angezogenen oder ob man einen reinen Blüteraum macht. Auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede. Worauf man besonders achten sollte bei so einem Raum ist zum Beispiel die Lüftung. Man sollte das immer darauf abstimmen, wie viele Quadratmeter man hat. Daraus sollte dann auch die richtige Lüftung gewählt werden. Wir geben euch mal hier ein Beispiel, das könnt ihr oben sehen, bei ungefähr 20 Quadratmeter, was man da für eine Abluft wählen sollte. Ja, was gibt sonst noch Wichtiges zu einem Raum, ist natürlich die Abluft und die Zuluft. Das heißt, man sollte Fenster abdichten, vielleicht sogar vor Licht schützen, wenn man nicht will, dass Nachbarn hereinsehen und gucken, dass man eine Luftzufuhr hat und vielleicht auch eine Luftabfuhr getrennt voneinander. Ja, natürlich habt ihr euren Raum vorher gut gestaltet und wisst dann auch, wie und wo ihr den Strom her verlegen sollt. Nämlich, das ist auch eine wichtige Sache, wie man den Strom verlegt. Wenn man den wirklich im Raum verlegen muss, sollte man das möglichst oben hin verlegen, weil die Feuchtigkeit, wenn man gießt und so, sich ja im unteren Bereich befindet und es einfach weniger gefährlich ist, wenn die Elektrosachen dann oben angebracht sind. Im besseren Fall bringt man die Geräte sogar außerhalb des Raumes an, indem man einfach die Steckverbindung macht, auch wegen Wärmebildung. Man hat einfach, außer man braucht diese Wärme wieder im Raum, ansonsten ist es sicherer und besser, das außerhalb des Raumes zu verlegen. Ja, und auch Sicherheitsmaßnahmen sollte man natürlich vielleicht im Raum noch unterbringen, sowas wie Rauchmelder und natürlich auch Cams, die man per App selber, wo man seinen Raum beobachten kann, falls man mal nicht zu Hause ist, was ich auch mal recht gut finde. Ja, und ansonsten denke ich mal, kann man dann loslegen, wenn man sich das richtige Licht ausgesucht hat, die Lüftung installiert hat. Und alles soweit passt und die Pflanzen soweit sind. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge der Räumlichkeiten gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es darum geht, welches Medium verwende ich, entscheide ich mich für Erde, Kokos, einem Aquasystem und was es da noch alles gibt. Das seht ihr in der nächsten Folge. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Lasst euer Kommentar da. Und abonniert CATV. Bis dahin.